Leuchtet was? Du hast es vergessen. Da ist es. Waffenteil gefunden. Ah, wir haben ein Waffenteil gefunden. Das ist ja schön. Ne, ja, du läufst falsch. Ach ja, ne. Ja, ich muss das tun. Ich muss bestimmt hier runterspringen. Immer klar! Boah, also nein! Ja! Ja, geil! Nee, Quatsch, das war's falsch. Oh. Wir müssen die Richtung drücken. Der Pfeil zeigt nach oben. Ach ja, genau, die. Oh, jetzt. Ah! Mama, jetzt. Oh. Ah, drücken, würde ich sagen. Ja, das kennen auch noch viele aus Let's Go. Yeah! Hat ein bisschen was von Uncharted. Ist so. Das sieht, das erinnert mich gerade vorher an die Zugszene von Uncharted. Ja? Ja, da bist du Russe immer weiter und dann bist du immer wieder runtergeflogen und. Ach, das muss man einfach selber erlebt haben. Aber im Endeffekt war es auch nicht mehr als so eine Szene, halt, wo du Tasten drückst. Mich erinnert es auch irgendwie an Resident Evil, wo du das Loch aus in der Hochbürger musst. Ja, da war es so schlimm. Das sind die 6, wenn du dann durchklären musst. Das war das Schlimmste, was ich je hatte in dem Spiel. Oh ja, das war wirklich furchtbar. Wahrscheinlich, wenn du es an dem Spiel ist, geht es einfacher. Ja. Ja, könnte sein. Ja, da fällt der Kinder runter und so. Halt gedrückt worden, sag ich mal. Okay, ich glaube, das war das gemeint mit Teil. Ha. Aber das Teil gefällt mir jedenfalls von Tetris immer noch. Das ist halt einmalig, so von den Waffen und den Anzügen und so. Es nimmt sich grafikmäßig, Aussehen her, nichts aus von Zwillen. Aber der Style halt. Es ist, oh wow, was ist denn hier los? Was ist denn das? Komm her, komm her. Bist du tot? Guck dich mal an, lass dich mal angucken. Okay, du bist tot. Kill. Okay, Kill Bill. Was war denn das? Ist ein Mensch oder ungewandelter Mensch? Ein, ja, Ahnung. Das war so viel mit so Krallen. Aber das sieht, sah nicht so aus wie das, was ich schon. Oder war es genau das gleiche? Ich weiß nicht. Das. Aus dem zweiten Teil, Anfang, da war auch immer so irgendwelche Team mit Ja, Krallen, die Viecher, die sind. Die sind sowohl im zweiten als auch im ersten. Ja, die sehen irgendwie anders aus. Ja, die haben jetzt. Die haben Schnee an sich. Ja, die haben sich jetzt anscheinend. Guck mal, was ich schon mache. Die sind angezogen. Guck mal, was ich schon mache. Ich gucke gerade im Eis. Ich gucke gerade Eisheben. Ein Hit. So, nee, komm her. Ich glaube, die sind. Weil die hier noch angezogen sind, sind die wieder anders irgendwie. Ja. Ich glaube, in zwei waren die immer nackt und ewig matschig und so. Im zweiten und im ersten waren die nackt, ja. Das sieht jetzt gar nicht mehr so gruselig aus mit den Anzügen, wir sehen. Ah, es ist schön heftig, wenn die dann auf immer durch rausgesprungen kommen. Aber hier sieht auch gleich aus, ob hier irgendwas passieren würde. Na, das sieht doch schön. Ach, guck mal, wie geil der Himmel ist hier. Schön die Sonne. Ja, das sieht richtig geil aus. Wir sehen, was es da hinten Schönes gibt. Was ist das, ein Stadion? Ja, 11 Meter. Na, guck mal, wir gucken mal hoch. Links, sieht aus wie Stadion. Ja, geil. Dann geht's zum Stadion. Auf zum Stadion. Ja, wer ist, was? Gegen Kolosse antreten. Man spielt bestimmt heute irgendwie Deutschland oder so. Aus der Zukunft. Was ist das? Eine Pipeline? Oh, was ist das? Da! Woher wussten Sie? Ach, egal, wer ist das? Dein Kollege oder was? Ach, spielt man das Spiel eigentlich jetzt auch im Singleplayer mit einem Typ an seiner Seite? Oder ist das eigentlich mal Singleplayer? Oder ist das. Das wäre dann, ist halt, sollte eigentlich so aufgebaut sein, wenn man Filme wie bei Resident Evil. Ach so. Wobei man eben bei Resident Evil direkt mit dem Hammer spielen kann. Aber wie gesagt, das ist halt jetzt bloß die Demo, da ist halt eben noch nicht alles so weit. Oh, diese Eingänge kennen wir ja auch. Oh, hier ist was Neues. Was muss man da machen? Was ist das? Drücken, Zielen drücken. Gehen. B, oder? Okay. Ja. Aber jetzt muss man B drücken. Ey, geil. Nee, doch nicht. Ah! Ja, du, dann machst du Strom an. Yeah! Eine Bank! Ach, hier ist die Bank. Oh, was kann man da machen? Kennst du? Construction. Ui. Gab's denn die auch schon bei den zweiten Teil, bloß mit Lang? Ja. Natürlich, da kannst du Waffen kaufen oder so. Pläne, Geschwindigkeit, was? Benutze Menüklick der Hersteller. Benutze weiter. Ah, das ist okay, hier können wir unsere Waffen anschauen und bauen. Dann schätze ich nicht. Linker Waffenslot, modifiziertes Upgrade. Ja, cool, Platz. Du musst drehen irgendwas. Platz erstellen. Ich dreh das mal. Achso. Nee, hier. Erweiterbar? Nee, das ist leer.
Das ist jetzt das Neuerstellen von dem hier. Ah, Schussgeschwindigkeit. Diese Waffen herstellen? Ja. So. Was ist das? Ich kann es so kommen. Altmetall. Das Problem ist halt, ich bin auf, immer noch auf AV und da lässt sich halt die Schrift immer schon lesen hier, weil es immer ziemlich zusammengeklatscht ist. Auf dem Fernseher. Das sah aus wie. Das ist irgendwas, was. Was du vor uns hattest, das hast du doch vor uns dazugekriegt. Also, das ist halt vor uns dazugekriegt, das sah nicht scheiße aus. Ja, das ist gar nicht schlecht, aber Schaden extrem hoch immer. Freier Platz. Da unten siehst du nämlich was verbessert. Upgrade-Platz mit einem Teil. Was hast du jetzt gemacht? Ich muss gerade irgendwie upgraden. Ja, und wie setzt du die dann ein oder sind die dann einfach drin in der Art? Na, du siehst doch an der Objekte-Tools, du siehst das Schuss nachladen wird schneller irgendwie. Wenn das jetzt nachladen ist, das steht ja Feuerrate. Einmal nachladen, einmal Feuerrate. Das hast du nichts mehr. Das habe ich nicht. Das ist ja null überall. Cool. Drei Dinger hast du eingesammelt. Cool. Also es ist schon das Bild besser geworden, aber. Das ist schon besser geworden, ja. Also. Jetzt sind nochmal zu der Anzug mal. Ne? Die sieht ja genauso aus wie im letzten Teil. So, jetzt haben wir diese Waffe modifiziert aufnehmen. Da kriegst du findest bestimmt ab und zu mal Baupläne, damit du dann noch herausfindest, wie du eine Waffe baust. Einen bestimmten Typ Waffe oder vielleicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ah, hier hat man sogar den Tresor gehabt, wo man wieder Gegenstände ablegen konnte, falls man zu viel hat. Oh, was haben wir hier? Anzugstation. Ich sag doch, die Bank gab es schon mal. So eine Art Bank. Der arktische Anzug wurde freigeschaltet. Anzugwechsel mit Upgrade. Das haben sie ja gut gemacht. Upgrade-Tauschstelle, ja. Geht nicht. Geht auch nicht. Geht das? Ja, das geht. Schön. Wonach geht das jetzt, die Upgrades? Verstehe ich nicht. Also du kommst da irgendwie nah an der Richtung. Ja, wo siehst du aber, wie viel du upgraden kannst oder was, ne? Ja, du siehst doch die Punkte hier. Soweit kannst du upgraden. Das ist jetzt Dauer für Stasis. Stasis-Dauer. Zwei Punkte erhöht. Also je mehr du das machst, das geht also jetzt länger und zeitlänger. Sind die langsamer, genau. Nein, ich meine, aber woran erkennst du, was du updaten kannst? Durch die, Hier unten ist irgendwie was rot zum Beispiel. Durch die Ressourcen, ja, wenn, da hast du die Ressourcen. Ne? Du musst bestimmte Ressourcen upgraden. Schaden und die Reichweite dann. Ah, hier kann man auch wieder upgraden, aber eben wenn man nur diese Altmetall braucht man dafür. Haben wir jetzt keinen. Hier können wir zum Beispiel das Update benutzen. Achso, ja gut, du musst halt dann immer von 1, 2, 3, 4. Du musst halt immer durchgehen das machen. War ja schon bei dem Vorgänger so, mit den Waffen. Na, ich hatte noch nicht so viel rumhantiert, ich habe nur eine Waffe umgebaut. Ne? Ja, damals musste man ja diese Knoten einsammeln. So, und jetzt wollen wir was besitzt. Kriegst du noch einen Skifors? Einen Skifors. Möchtest du Anzugplätze? Ja, ich will. So, werden wir uns mal ein bisschen pimpen. Oh, das sieht natürlich anders aus. Das sah genauso wie ins Winter aus. Nee, nee. Diesmal hast du direkt die Form dazu, wo du dich reinst. Direkt zur Arme und so. Normal hat er sich halt immer mal reingestellt. So. Ja. Das wird gleich. Oh, da ist ein bisschen mobblich. Das macht wieder Anzug. Der macht weg, und das wird wirklich. Ja, wir haben jetzt einen neuen Anzug. Yeah! Da sieht doch schon was strange aus. Ja, schön nachladen, immer schön nachladen. Na, wissen wir alles gleich. Oh yeah. Ich bin nicht aufgegangen. So. Dafür war dieses Ding. Ja, dafür haben wir den Strom aktiviert. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber diese Bank aktiviert. Und da irgendwas. Liegt was. Oh, oh, oh. Der Lava. Ja, ja, ja. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, scheiße. Ah, komm her. Nein. Ja, komm. Ich bin sauer. Komm. Stopp. Ah, bam. Ja, toll. Drei Jahre Rückenschmerz. Gleich zum Arzt gehen. Kopfschmerz. Toll. Und, Mann, ist das mal gut.
Das ist ja das gleiche. Mann, Spiel. Ist das ein Verrückt. Ah, nee, doch. Fett mal Brummer hier. Dann machen wir einen Schleim mal kaputt hier. Zack. Bam. Bam. Komm her, Junge. Komm. Ja, komm. Mach ich Ohren kaputt. Ja. Deswegen muss gelernt sein. Ja, ich will. Ich kann es nicht. Das ist aber. Ah, er ist tot. Nee, gut. Nee, also nicht. Da hat er noch eine Tentakel. Ja, nee, der hat nicht nur eine. Der hat nur noch eine. Okay. Ich hab nicht nachgezählt. Der hat wirklich bloß noch. Oh mein Gott, du siehst schön die Stasis, die wirklich lang schnell sind. Wenn ich natürlich geupgradet hab, dann wird es viel besser. Ich muss noch vorne abschießen. Ja, Leute. Hm. Yeah, komm, Baby. Yeah. Ja, voll um. Oh, du Aua. Ja, komm, lauf, Schlampe. Komm, renn weg. Jetzt komm. Oh, oh, oh. Jetzt geht der Dick schon. Oh, ich muss runterfallen. Ich muss ihn feiern. Ja. Laufschlampe. Ja, ne, ist doch so. Da läuft das Vieh hier weg. Ach, hat es einen kleinen Weg gekommen. Ich wusste nicht, dass du es vorher noch gefögelt hast, bevor du es getötet hast. Nein, gefögelt nicht, aber... Also gesehen, wie es gelaufen ist. Voll Schiss hat es gehabt. Ich finde den Planet hier geil. Ja, Sonnen, so wie es so aussieht. Das aus. Hat aber was für ein Lost Planet. Ja, gut, das... Sieht ja, genauso aus wie Lost Planet, hab ich gesagt. Es ist ein Eisplanet, klar. Haben wir wieder einen Teil gefunden, ich habe mir jetzt hier enthält Ressourcen. Ah, Ressourcen können wir dann bald wieder upgraden. Echt, das ist eine Ressource? Ressourcen. Ja, das ist schön. Ja, was haben wir hier wieder für? Vorstuhl. Vorstuhl. Ja, eine Kabine, die ich halt holen kann. Abgeschlossen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ey! Steht 23. Ja, Junge, was ist das denn? Das also, da oben 24, guck mal. Muss man nach oben gucken. Hier 24. Das ist ein Schilder dran. 23? Das ist 24? Ich hab gerade eben 24 gesehen. Guck mal, was wir machen. Da kann man nichts machen hier. Na gut. Ich glaube, das wird. Hallo? Hallo? Ist tot. Du hast da hinten was vergessen. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr alle wiedergeboren. Aber damit das passiert, muss einer sagen. Und eurer Religion, unserer Rache, hängt davon ab. Haltet ihn um jeden Preis. Irgendwas gegen dich. Ja, komm her, Junge. Komm, bam. Hier, willst du mich aufhalten, hä? Guck, bam. Dann trittst du auf Leichen. Ach, komm mal, bam. Ja, schöne Beine weggemacht. Die wollen mich töten, Junge. Hier. Ich glaube, du wirst ein bisschen aggressiv. Lass mich jetzt lieber mal zocken. Was willst du? Lass mich mal ran, Bill. Ich will Oma will was machen. Ja gut, dann mach ich. Mir wird langsam langweilig, hier runter zuzugucken. Ja. So. Ach, mit A geht runter, ist genau. Einfach. Naja, ja, hätte ich mal fast gedacht. Achso, man muss runter drücken. Okay. Ah, okay. Schön, schön, schön. Zählen ist immer noch mit, ja, okay. Genau. Einfach drauf treten. Auftreten. Ja. Auto so, kannst du auch sowohl als auch. Aber treten ist besser. Bisher nicht übertreten geht. Na, die andere Taste. Die andere Taste, womit du schlägst, bist treten. So, ja, geh hin. Genau. Hier musst du noch. Genau, jetzt so. Musst du nachladen mit X. Musst ja, du gedrückt ja. Lassen und dann, also genau. Das kriegst du hin. Oh, das klingt nicht gut. Es ist Klaus! Ja, oh, Baby! Was ist das? Die schießen die uns hier. Sind die Scheiße. Oh. Ja, ich lass die Arbeit. Ja, machen. lass die erstmal hier. Komm, komm. Aber warum haben die was gegen mich? Ich hab irgendwas verpasst in der letzten Sekunde. War es ja nur die Demo. Ich weiß, was die haben gegen mich. Ja, die haben vier gegen sich. Die haben vier gegen mich. Irgendwas ja. Weiß ich wieder mal und dafür muss ich sterben. Ja, wer es gezockt hat, weiß, was da ist. Aber die sterben aber schon erst auf einfach gestellt. Nein, auf normal. Bis die Waffe scheint halt schon ein bisschen geupgradet zu sein. Aber wie gesagt, es ist der Demo, der spielt ja nicht.